Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei 3 Nocturne. In der letzten Folge haben wir... War das noch in der letzten Folge, wo wir den... Nee, ne, den komischen... Moment, was mache ich denn jetzt hier? Den komischen Stein hatten wir schon in der vorletzten Folge, glaube ich, gefunden. Und der Hippie hat uns... Der fucking Fusionshippie hat uns da so ein bisschen irgendwas Kryptisches erzählt. Schätzungsweise können wir die Fusion irgendwie manipulieren, umpolen oder so. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt das Unterstützungs... Ach komm, Alter. Nee. Gibt nichts zu bereden, dann leb wohl, ja. Ah, immerhin. Ja, ich dachte, er meint das im Sinne von, dass er uns jetzt umbringen mag. Das hätte er natürlich nicht überlebt. Also war es doch ein sehr weiser Bibble-Bobble. Und den Lebensstein habe ich jetzt sogar bekommen, okay. Ist ihm vielleicht aus der Hosentasche gefallen. Ja, das war einer von diesen Leuten, die sagen, hast du mal Kleingeld? Ich habe kein Geld. Und in Wirklichkeit haben sie 500-Euro-Scheine in der Tasche oder so. Ja, wir haben jetzt das gute Unterstützungsmagatama. Da sehe ich, wie gesagt, meinen Hop-Charakter als Unterstützungsbibble-Bobble, weil er leider Gottes nicht die Magie-Sachen lernt, die ich gerne hätte. Ich gedenke da an eine Art personenartigen Style, dass man halt eine Person hat, die möglichst viele Schwächen gleichzeitig triggern kann. Am liebsten hätte ich ihm halt Feuer, Wind, Eis und was weiß ich alles gleichzeitig gegeben. Und das ist ja auch vielleicht auch noch möglich, wenn man, wie gesagt, vielleicht später noch ein Feuer-Magatama kriegt und so weiter. Aber für den Moment, auch gerade durch den erlernten Nebelatem vor einiger Zeit, würde ich sagen, dass es so erstmal der richtige Weg ist. Tarunda scheint ja als nächstes lernen zu können und dann werden wir mal schauen, ob wir unsere Skills wirklich irgendwo temporär verwahren können oder sie auf ewig vergessen werden. Vielleicht muss man dann ja, wenn man die alten Fähigkeiten wieder will, halt einfach das alte Magatama wieder leveln oder so. Ich verstehe das nicht. Es gibt ja auch sogar eine richtige Trophäe dafür, ja? Für das Perfektionieren aller. Und ich meine, man kommt doch nur auf Level 99, oder? Wie soll man denn den ganzen Scheiß hier lernen? Das setzt ja auch voraus, dass man dann wirklich immer die Magatamas in dem Augenblick wechselt, wo man eine fertig hat. Und es stehen ja auch nicht immer dann automatisch welche zur Verfügung. Von daher halte ich das alles für ein bisschen fragwürdig. Aber okay, wir schauen mal, ob wir jetzt vielleicht... Ja, da unten, genau. Das sollte, glaube ich, der Ort gewesen sein, wo wir jetzt ein bisschen was freigeschaltet haben. Ja, ferner von dem, ich schaue zwischen den Folgen immer so ein bisschen mir meine YouTube-Live-Statistiken an. Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Let's Play schon gesagt habe. Ich kriege natürlich mit 2-3 Tagen Verzögerungen, ja, ganz normale Statistiken, tiefgründige Statistiken. Aber ich sehe auch immer die Klicks der letzten 60 Minuten. Wer hat wie, wo, wann, was. Also ich sehe nur, dass da auf dieses und jenes Video raufgeklickt wurde. Und ja gut, da habe ich dann jetzt zwischen dieser und der letzten Folge, jetzt vor 1-2 Minuten, habe ich dann gesehen, dass da wieder jemand ordentlich meine Folgen durchgeklickert hat. Schön die letzten 6-7 Uploads von mir gedisliked hat. War vielleicht auch wieder... So, das ist jetzt frei, ne? Das geht natürlich ziemlich tief runter. Wieder ein Drachenhater oder so. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es sich jetzt lohnt, nochmal darüber zu reden. Klar habe ich, wie gesagt, eine... Ich will jetzt nicht, warte mal, Eis, glaube ich, zu sehr abdriften. Oh Gott, eine sehr, sehr... Immerhin, ich habe trotzdem noch Züge frei. Eine sehr, sehr spezielle Art, aber Fakt ist ja doch, dass ich mir sehr, sehr Mühe gebe und ich finde die Art und Weise, wie man mich da in Anführungsstrichen für was auch immer bestrafen mag, sehr, sehr ekelhaft tatsächlich, weil, ja, ich meine, wie gesagt, ich sage einfach meine Meinung zu gewissen Sachen, ich bin halt einfach gut und ich habe da beispielsweise vor 1-2 Stunden
so ein Pokémon-Video hochgeladen, in dem ich halt einfach gesagt habe, Leute, ich bin fucking gut, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier wirklich seinen Job richtig macht, habe das einfach gesagt und ja, vielleicht hat das ja den einen oder anderen getriggert oder vielleicht war das auch der Typ, da hatte ich ja so ein Bild auf Telegram gepostet, dass ich unter dem, also ich hatte mich ja empfohlen auf dieses Kirby Let's Play vorbereitet und ich sag ja mittlerweile am Anfang eines neuen Let's Plays, dass halt große YouTuber wie Keyshow und Gronkh und die meisten anderen auch auf der Welt ihre Videos nicht mehr richtig beschriften, ja. Und dann habe ich extra für den Fall, dass es sich doch spontan geändert hat, dass sie doch spontan wieder ihren Job richtig machen, nochmal nachgeguckt bei Keyshow. Und der hatte halt da habe ich halt so unter seinem neuesten Video geschaut, also habe gesehen, die Titelbeschreibung war da auch falsch und habe dann unter seinem neuesten Video einfach geschrieben hier, ey, mach deinen Job richtig, ja, Kurzfassung. Und ja, vielleicht hat das auch der ein oder andere gelesen und dachte sich einfach mal, hey, das finden wir jetzt nicht in Ordnung, dass du, ich weiß, ich spiele gerade richtig scheiße, ne, aber ich habe irgendwie Schiss, dass die dann irgendwie, habe ich eigentlich gespeichert, dass die eine komische Schwäche oder so haben, das war wirklich, sorry, das war richtig kernbehindert, aber immerhin, ich habe ein Level und, ach so, Moment, Beweglichkeit, ja, die Beweglichkeit hat fast die Magiewerte eingeholt, Herunde, jetzt bin ich mal gespannt. So, Skillplätze sind voll, bitte wähle einen Skill zum Verwerfen, fuck. Senkt körperlichen Magieangriff, das ist sehr, sehr gut. Erhöht maximale MP um 10. Tja, erhöht den Schaden durch Eisangriff um 50. Das, ja, ist natürlich gut wegen dem Eisatem, senkt den Schaden durch Eisangriffe um 50%. Ausfall. Geringer körperlicher Schaden. Oh, das kann definitiv weg, ey. So. Okay. Der Skill-Ausfall wurde verworfen. Gewähren lassen, ja. Jetzt bin ich wieder voll. Deine Gruppe sogar. Ja, vielleicht wegen dem Unterstützungsmangel. Aber nicht die Toten. Die Toten werden leider nicht geheilt. So, Leute, das ist jetzt das Ding. Sukunda, das ist auch sehr gut, aber was ist jetzt mit dem anderen Skill passiert? Gut, Ausfall war jetzt natürlich eine Attacke, die konnte ja, glaube ich, von Anfang an, oder? Von daher, das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Jetzt stehe ich wieder zwischen Tür und Angel. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Laufe ich jetzt eigentlich... Ich laufe vor. Okay. Hm. Warum? Weil ich off-Topic geredet habe, oder was? So nervig. Hm. Ja, gut. Mal gucken, ob wir wieder zurücklaufen können. Wobei, es lohnt sich schon wieder fast gar nicht, ne? Da könnte man doch vielleicht wieder direkt neu laden. Ja, um jetzt nochmal auf die Thematik zurückzukommen. Wie gesagt, das... Problem ist ja bei diesen muttergefickten holocaustrianischen Inzest Auschwitz Arschfick Fehlgeburten, dass sie sich gerne hinter ihrer Anonymität verstecken, dass da natürlich auch selten Leute schreiben, wieso ich scheiße bin, weil, ja, können sie ja nicht schreiben, weil ich ja nicht scheiße bin. Und diese Dislikes sind dann natürlich eine Art und Weise, seinen Frust kommunizieren zu können. Und was zum Fick? Ja gut, ne? Also, wir können es tatsächlich trotzdem noch schaffen, nur ich weiß nicht, ob das Gift jetzt vielleicht zu sehr reinböllert. Ja, gut. Ja, naja, ich kann mich schon noch heilen, aber was passiert hier gerade? Das ist schon wieder gefühlt ein komplett anderes Spiel hier, ne? Gott, werde ich getrollt. Das geht so auf die Tasche, ey. Ich wollte doch nur noch eine normale Folge haben. Ist das euer Scheiß Ernst? Ja. Ja, es ist eine Art und Weise zu sagen, normalerweise sollten diese Dislikes natürlich... Kann ich denn in dem Giftzustand hier krepieren, ohne in einem Zufallskampf zu sein? Wenn man Probleme mit jemandem hat, wenn man der Meinung ist, jemand hat Scheiße gelabert oder so, dann sollte man das natürlich sagen, dann macht das Dislike irgendwo Sinn, aber... Leute, wenn ich
als Let's Player andere Let's Player sehe, die Let's Plays machen und nicht Let's Play in die Titelbeschreibung schreiben, dann ist das einfach ein Fakt, dass ich recht habe, ja? Und dann könnt ihr nicht, dann macht es einfach keinen Sinn, meine Videos zu disliken. Da könnt ihr, wenn ihr die Zeit habt, was ihr ja nicht haben, sie kümmern sich natürlich immer nur um die letzten 5-6 Uploads, weil, wisst ihr, die disliken 5 Videos und dann habe ich schon wieder 20 neue hochgeladen, ja? Die kommen auch gar nicht gegen meine Schare an. Ich sehe, meine Videos sind für mich wie meine Babys, gewissermaßen aber auch wie meine Soldaten, okay? Und die versuchen quasi 2-3 Soldaten anzugreifen und es kommen einfach 20 neue Soldaten dazu. Und ihr könnt da wirklich, also ihr in Anführungsstrichen, ne, wenn ihr... Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr jetzt nicht dazu gehört, aber ich meine halt nur, wenn mir jetzt solche Leute zuhören würden. Ihr könnt da wirklich jedes Video, alle aktuell, ich glaube, sind es 5200 oder so, die könntet ihr alle hundertfach... Oh, sorry, da bin ich beim Gestikulieren gegen das Headset gekommen. Seht ihr ja nicht, ich wedel ja hart hier mit meinen Händen rum die ganze Zeit. Das kann man ja glücklicherweise hier bei diesem Spiel machen. Während man den Emulator Games kann ich das ja immer nicht machen, weil dann der Controller am PC hängt. Und bei der kleinsten Bewegung meldet sich da immer der Controller ab. Die können da wirklich, ihr könntet jeden YouTuber sagen, disliked die Videos, macht den Ravon fertig, schmeißt Molotovs, das hat sich sowas von gar nicht hier gelohnt, schmeißt Molotovs in sein Fenster, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich halt verfickte Scheiße nochmal recht habe, ja? Das ist halt einfach so. Da könnt ihr, mich umbringen, ihr könnt meine Leiche schänden, sorry, aber dann lache ich euch einfach im Grab aus, ja? Weil ich halt recht habe, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur natürlich eine Vermutung. Das kann sich hier selbstverständlich auch um ganz andere Gründe handeln. Das ist so das Problem, man hat sich über die, vor allem über die letzten Monate... Weil ich ja logischerweise seit der Pandemie auch, umso länger die Pandemie geht, umso aggressiver und provokanter rede ich, hat man sich den ein oder anderen Feind angelacht. Und man weiß dann aufgrund der Anonymität leider immer nicht, von wo kommt das jetzt, ja. Und deswegen kann ich da lediglich nur 35.000 Theorien aufstellen und mich drüber lustig machen. Und da mein Level jetzt so hoch ist, dachte ich mir, wir schauen vielleicht mal, ob wir so ein bisschen fusionstechnisch was machen können, weil ich glaube, jeder hat jetzt ein Level bekommen, oder? Bei Nozushi bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube aber schon, so lang wie die haben Jack-O-Lantern, aber doch nicht Farami Utsumi. Bist du denn verrückt oder was? Ich meine, was könnten wir denn, was hätten wir für Skills? Natürlich alles Mögliche. Aber nee. Ich brauche eine holde Maid. Von daher. Aber irgendwas mit Nozushi, Konosohn. Ja, so einen neuen Soldaten. Aber ich meine, Konosohn, Alter, Level 18. War der nicht mehr irgendwie Level 12 oder so? Das lohnt sich jetzt auch nicht unbedingt, oder? Ich dachte, ich komme definitiv auf über Level 20. Inogami. Inogami ist schlecht. Einhorn. Aus Zweihorn wird Einhorn. Lebensauffüllung. Klingt sehr, sehr spannend. Aber das auch wieder auf Kosten meiner Heilerin. Hier könnte ich nochmal ein Zweihorn machen. Inogami und Mafuyo. Wenn der... Sukukaja, Media, ja, das ist, denke ich mal, das wäre eine gute Entscheidung, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz, Feueratem, Wilder bis Kriegsschrei, oh, der Kriegsschrei, ne? Kann ich den rübernehmen? Leider nicht. Exklusive Attacke, hä? Nozushi... Ja, Nozushi ist jetzt nicht so besonders, aber der fucking Kriegsschrei, ne? Wilder Biss, Rakunda, Media, Sukukaja, Dunkler Schwur.
Ja, aber ich denke, das ist sehr, sehr vernünftig. Von daher so nochmal Sicherheitscheck Inogami no Tsushi. Dann schauen wir mal. Senkt Verteidigung, Trefferrate, lade einen Dämon ein, am besten bei neuem Kagetsushi. Todesberührung, Vergeltung, Chance auf moderaten Gegenangriff bei erlittenen körperlichen Schaden. Passt natürlich zu ihm. Schmeicheln überzeugt einen unentschlossenen Dämon. Ich glaube, das ist machbar, oder? Media. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, es kann nicht schaden, aber ich finde so, zum Krieger passt es nicht unbedingt, weil er hat ja auch nur 6 Magie. Ich glaube, das ist ja immer keine feste Anzahl, ne? Das kommt schon ein wenig auf die Werte an. Von daher... Vergeltung, Lebensbonus, 3 habe ich. Und den Kriegsschrei kann ich leider nicht mitnehmen. Ich würde Rakunda, Tsukukaja und... Ja, das passt. Vergeltung, Rakunda, Tsukukaja. Ja. Perfekt. Alles klar, ja, ne? Haben wir das auch mal spontan gemacht und ich kriege keine Steinsinformation. Keine Höllensteinsinformation. Ich bin Mamunufu vom Ungeheuer-Clan. Lass uns in ein paar Ärsche treten. Let's kick some ass, alles klar? So lobe ich mir die Übersetzung. Ups, da war mein Speicherplatz voll. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe es glücklicherweise direkt gecheckt. Ich meinte halt nur, ja, es lohnt sich jetzt nicht mehr so wirklich viel zu machen. Das Einzige, was wir jetzt natürlich machen können, ist da noch hinzulaufen. Also quasi nochmal kurz in die Brücke zu gehen, weil wir ja dann jetzt storytechnisch natürlich weitermachen werden. Warte mal. Genau, hier den unser neues Monsterchen. Das, hallo? Was war das denn jetzt? Achso, jetzt dachte ich gerade, das Spiel hat sich aufgehangen. Nein, ich muss natürlich immer hier so unnötige... Nein, 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 nicht aufgeben! Unnötige Schritte machen. Chronosohn. Mamufuhutu. Wobei... Ja doch, das... Ah, zwei physische einfach mal ins Team. Warum denn nicht? Zwei Horn. War ja die letzte Zeit über ziemlich nervig. Von daher, ja, fucking Level 25 mittlerweile, ne? Richtig, richtig heftig. Genau. So, ein Zufallskampf wird jetzt wahrscheinlich noch kommen, wenn ich Pech habe. Dann passt das, ja. Habe ich noch was zu dem Thema zu sagen? Wie gesagt, ja, ey, die Menschheit. Die Menschheit in einer Nussschale, ja. Der Mensch gibt nicht gerne zu, dass er im Unrecht ist. Und der Mensch mag es natürlich nicht, wenn man Menschen kritisiert, die er lieb hat. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ihr YouTuber unterstützt, dass ihr Menschen feiert, die ihren Job nicht richtig machen, ja. Das ist halt einfach ein Fakt. Wenn du, dummes Beispiel, anderes Beispiel, wenn du einen Fußballspieler hast, der zu dumm ist, den Ball zu treffen, oder einfach wenn du ein Auto... Ach, muss ich da wirklich... Da kannst du keine einfacheren Beispiele geben, oder? Du hast Menschen... Du konsumierst Menschen, also nicht hast im Sinne von Doppel-S, sondern du hast Menschen in deinem Abo-Kreis, in deinem Konsumbereich, die mit zu den größten Leuten auf YouTube gehören. Im Millionenbereich. Und diese Menschen sind zu dumm, ihren Titel zu beschreiben. Beziehungsweise, ich habe das schon mal gesagt, die machen das stellenweise auch absichtlich, ja? Weil der Markt überfüllt ist. Wenn du... Das ist aber so konfus, ja? Klar, es gibt Millionen von Let's Playern da draußen, die 98,9999% sind natürlich scheiße, aber Fakt ist, ja, wenn du Let's Plays eingibst, dann findest du viele Let's Plays. So, jetzt willst du dich natürlich vom Markt abheben, du willst gefunden werden, verstehe ich, ja? Also denkst du dir, okay, nehme ich halt einen anderen Begriff, was aber keinen Sinn macht, weil wenn du Fußballspieler bist, kannst du deine Fußball-Videos auch nicht unter Bäcker-Videos verkaufen, ja? Das macht keinen Sinn, den Titel zu ändern,
Weil wenn du nun mal diese Tätigkeit vollziehst, dann musst du das hinschreiben. Ansonsten könnte ich theoretisch, ey, ich könnte theoretisch die Gronkh und die Keyshore-Videos melden. Wegen irreführenden Inhalten. Ja? Weil das sind keine Let's Plays. Also, da steht in den Titel steht nicht Let's Play. Es sind aber Let's Plays. Oder anders gesagt, ich will Kochvideos gucken und das sind einfach Schlittschuhvideos. Also rein von der Logik her. Aber ich denke nicht, dass der YouTube mitmachen würde. Aber wenn wir tatsächlich eine intelligente Gesellschaft hätten, könnten wir sie wegstriken. Und wo war ich jetzt? Ja, wie gesagt, du willst gefunden werden. Also versuchst du deine Text, deine Video- und Titelbeschreibung so zu verändern, dass man dich besser finden kann. Jetzt kommt aber der Twist. Muss ein Gronkh oder ein Keyshore, Leute, die seit Jahren davon leben, die über 1 Million Abonnenten haben, die täglich Hunderttausende von Klicks kriegen, müssen diese Menschen tatsächlich noch besser gefunden werden? Also du hast hier Leute, die in Geld schwimmen, in Aufmerksamkeit schwimmen und die wollen noch mehr Aufmerksamkeit haben. Ja, ich weiß, ich habe das auch schon 100-mal gesagt. Wenn man sich die Klicks anschaut, man sieht schon, die Let's Plays sind in den letzten Jahren klicktechnisch sehr, sehr zurückgegangen. Liegt aber auch daran, dass die meisten Leute 500.000 Kanäle abonnieren. Ja, die können natürlich nicht 500.000 Kanäle schauen. Also wenn du da... Du hast dann eine Person, die hat halt einfach ganz Deutschland abonniert und das 100.000-fach. Ja, also die, wenn du da siehst, okay, 1 Million bei Gronkh, 1 Million bei Keyshore, 1 Million bei GLP, das ist quasi dieselbe Million. Das sind nicht 3 Millionen Leute, das sind nicht 3 Millionen verschiedene, sondern das sind immer dieselben Leute. Und natürlich können sie dann nicht alle konsumieren, ja. Dementsprechend sind dann die Klickzahlen immer weiter zurückgegangen, weil die Leute ja auch aus unbekannten Gründen auf Reaction-Videos umgestiegen sind, ja. Aber Fakt ist, okay, du hast jetzt keine 500.000 Aufrufe mehr auf deine Videos, aber du hast immer noch Hunderttausende, ja. Und es ist doch wirklich abartig, dass sich jemand, der immer noch genug hat, darüber beschwert, dass er vielleicht 2% seiner Klicks, seines Geldes verloren hat, ja. Und so jemand wie ich, der seit über 10 Jahren nichts, so gut wie nichts bekommen hat, der darf das doch wohl mal bitte kritisieren, ja? Und es geht ja, wie gesagt, hier nicht nur um stinknormale Videos, es geht um Gesellschaftskritik, es geht darum, dass ich die Welt retten will vor Korruption, vor satanischen Kinder- und Tierschändern. Und wenn man mich dabei auffällt, wenn man mich versucht dabei zu sabotieren, bei dem Versuch, die Welt zu verbessern, zu retten, bei dem Versuch, die Welt intelligenter zu machen, dann unterstützt ihr nicht nur geistig behinderte Menschen, die ihren Job nicht richtig machen, sondern auch Pädophile und Tierschänder. Mit jedem Dislike und komischen Kommentar auf meine Videos, also negative Kommentare, unterstützt ihr Massenmörder und Tier- und Kinderschänder. Da solltet ihr wirklich mal drüber nachdenken, okay? Spricht tatsächlich nicht für euch. Aber okay, Leute, das war meine 20. Folge heute an diesem Tag. Mittlerweile 21 Uhr. Ich verpiss mich dann jetzt. Normalerweise gehe ich aktuell so um 18.30 Uhr schlafen, aber ich hatte heute mal wieder den Super Saiyajin Modus, Super Saiyajin 2 Son Gohan gegen Cell, und ich hoffe, ich kann den Zustand noch ein wenig behalten, ja. Für kommende Tage, in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession, werden wir, wie gesagt, dann die Story weitermachen. Und mal schauen, ob wir vielleicht mal wieder den ein oder anderen rekrutieren können, ja. In diesem Sinne, denkt immer daran, unterstützt einfach keine Massenmörder, keine Pädophilen, keine Kinderschänder, Tierschänder, keine dummen Menschen. Das wär doch mal was tatsächlich, oder? Es ist nur so ein Angebot tatsächlich, ja.
Und ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr Dislikes auf meinem Video, auf meine Videos seht, versucht dagegen zu steuern mit Likes, aber das ist ja das Lustige, man sieht es ja noch nicht mal mehr, ne? Weil viele Leute natürlich, du hast dann diese ganzen Promi-Channel gehabt, diese auch die Nachrichtensender, die haben sich ja alle mittlerweile YouTube-Channel gemacht, ja, und unsere Freiheitsbewegung bestraft diese Menschen, diese Fake News natürlich auch gerne mit Dislikes. Und da hat sich YouTube einfach gesagt, okay, wir wollen nicht, dass die, ja, dass die, die Leute die Fake News bekämpfen. Wir wollen nicht, dass andere Menschen sehen, dass die Mainstream-Medien viele Dislikes kriegen, also hat man einfach die Dislikes entfernt und in meinem Fall, ja, ist es dann vielleicht ganz gut, weil, ja, ihr könnt mir gerne 583.000 Dislikes geben, aber ihr seht sie ja selber nicht mal mehr, ja, also von daher, und wie gesagt, ihr könnt 5 Videos disliken und eine Stunde später sind 20 neue oben, also von daher, ich glaube, wenn man sich wirklich jetzt aktiv hinsetzen und wirklich alle Videos von mir disliken, durchdisliken möchte, da würde man bestimmt mindestens, oh, keine Ahnung, 4-5 Stunden dran sitzen oder so. Also wirklich alle Videos. Stellt euch das vor. Aktuell 5200 und es kommen monatlich 300 weitere Videos dazu. Einfach alle durchdisliken. Ey, holy shit, das ist eine Arbeit, ey. Da, also wenn euch danach nicht die Hand abgefallen ist, dann weiß ich auch nicht. Dann wart ihr wahrscheinlich schon vorher Profi-Wix-Weltmeister, ha? Mein Gott, ey. Das ist es nämlich. Ja? Wenn sie nicht alle Videos disliken, dann wixen sie einfach. So kann man seine Arme natürlich auch tagtäglich trainieren als, ja, dummer Mensch, Drachen-Hater, was auch immer. Jetzt nichts gegen euch. Es gibt natürlich noch andere dumme Menschen da draußen, aber ihr seid natürlich, sehr, sehr gut dabei. Sehr, sehr vorne dabei. Von daher, ja, jetzt höre ich aber wirklich auf. Tut mir leid, dass es jetzt hier am Ende so ein wenig ausgeartet ist, aber ja, da habt ihr jetzt auch mal wieder, weil man das ja auch gerne Leuten unterstellt, ne, wenn ich dann kritische Kommentare kriege. Oh, ist auch bei anderen so. Immer wenn jemand was Böses schreibt und du versuchst dann einfach darauf zu antworten, dann unterstellt man die Aggression und so weiter und ihr hört es gerade. Ich habe diese Information, dass ich jetzt die wieder mal Dislikes bekommen habe. Die habe ich aufgenommen und ich rede jetzt darüber. Es ist vor wenigen Minuten passiert. Ich bin nicht aggressiv oder so. Und ja, dann schreibt man den Leuten das irgendwie und dann, ne, so ist das halt. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann heißt es, du bist aggressiv und bla und ihr hört mich. Ich bin total gechillt. Ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich 20 Folgen geschafft habe. Von daher. Aber okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.